Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, gestern, also am 4. kam Sonntag 3 nur ein Video, weil ich krank war. Also ich bin immer noch krank. Ich habe Ohrenschmerzen und ein bisschen Kopfschmerzen und da sind ein bisschen, bin ich ein bisschen heißer, dann eine nicht so gute Stimme momentan. Aber es geht mir schon viel besser und jetzt kann ich auch wieder eine kleine Aufnahmesession aufnehmen. Im letzten Part haben wir eine nicht so erfolgreiche Reise hinter uns gebracht, mussten dann zurückporten, weil wir völlig überfüllt waren, im Inventar keinen Platz mehr hatten und deshalb ja, schnell nach Hause mussten. Und heute möchte ich gerne ja in eine andere Richtung gehen und dann im Kreis, dass wir dann auch genug schnell wieder zu Hause sind. So, was ich machen könnte, ist hier kurz eine Kiste hin tun. Weil wir brauchen hier sowieso eine Kiste. So. Irgendwas habe ich gerade im Hals. Aber es geht eigentlich schon. So. Was könnte ich noch reinlegen? Nichts mehr. Okay, dann gehen wir noch kurz schlafen, toll. Und gehen dann vor allem eben die heißen Biome zu durchsuchen. Wegen den Tempeln. Weil Wüstentempel gibt es genug. Aber Dschungeltempel, vor allem Dschungel zu finden, ist schwer. Und wir brauchen ja für ein paar Sachen einfach diese Kisten. Es wäre eben zu einem Mal die Portalgun und zum anderen Mal ja Rucksäcke oder was war das letzte noch? Irgendwas. ja, wir haben so viele Items da. Es ist schwer wieder daran zu denken. Aber es war irgendwas Wichtiges. So durchschaue weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber ja, ein Portalgun ist schon wichtig, auch wegen dem Mobfallen. Damit wir wenigstens ein bisschen leveln können. So. Eine Mobfall, also eine. Ein Mob-Spawner zu finden ist recht schwer. War früher mal einfach. Oder mit bestimmten Mods ist es auch einfach, aber ja, dann ist es auch nicht so ertragreich. Na komm. Ah, bis es Nacht ist immer. Und die Grillen, die hören nicht auf. So, jetzt. Yay, wir haben 1000 Mal draufgeklickt. Yay. So, dele. Und jetzt schnell. Durch den Wald. Können vielleicht ein paar Mobs killen noch. Ja, also einen Rucksack könnten wir eigentlich auch so machen. Aber ja, da fehlen halt uns die Rohstoffe. Müssten wir noch ein bisschen länger warten, bis die Tiere, ja, also vor allem Kühe, Leder gegeben haben. Und dann auch alles craften, sondern sind sie nur klein. Da werden wir wahrscheinlich schneller einen finden. Aber ich möchte Abwechslung haben, ich möchte Abwechslung bieten. Und deshalb machen wir jetzt einfach nochmal kurz eine kurze Reise. Ist auch eigentlich eines von den spannendsten Sachen, die man machen kann. Und wir werden auch immer recht weit alles erkunden, ohne dass es dann extrem langwierig oder langweilig wird. Weil das gehört einfach so dazu zu Minecraft und ich liebe es einfach. Es ist einfach so spannend. Und eben, man hat viel zu entdecken. So. Dann schauen wir mal in dieser Wüste uns ein bisschen um. Das sieht schon sehr
ertragreich aus auf dem ersten Blick, aber es kommt darauf an, wie die World Generation einfach so ist. Besenbusch. Aha, ein Besen. Ein Besen und ein Busch. Na? Leer. Die Wüste ist recht groß, also. Ah, ich werde das lieben, hier zu bauen. Und wenn ihr wüsstet, was ich alles geplant habe, ja, dann würdet ihr auch so süchtig nach Bauen sein wie ich. Aber eben ohne Rohstoffe. Jetzt halt schwer. Okay, hier ist die Wüste vorbei. Aber hier nach Norden geht's noch weiter. Da haben wir so zwei Flüsse. Aha. Sieht nicht schlecht aus hier. Sogar richtig geil. Aber ja, das passt halt nicht so hier hin. Oh, nochmals ein Dorf. Super. Geil, geil. Eis neben Wüste. Oh, ein Tempel. So cool. Das ist ja mal geil. Aber zuerst mal ins Dorf. Schauen, ob es eine Schmiede gibt. Und, machen wir einen Waypoint hierhin. Dorf. Nehmen wir das mal eins, weil das andere ja neben unserem Haus ist und dann die Arzt nicht dort brauchen. Da ist nicht viel hier. Ah, eine Savanne. Schade, das Dorf ist nicht sehr ertragreich. Naja, müssen sie ja nicht immer sein. Schauen wir mal in den Tempel. Aber hier hat sicher irgendwo Fallen. Und eine Treibsandfalle. Aha, Roguelike Dungeon. Okay, schade. Nun gut. Kann es mal geben. So. In der Savanne gibt es leider auch keine Dungeons. Also, Tempel oder so, wo einfach Stecke sind. Das ist merkwürdig. Was ist hier? Das ist das gleiche wie in einem der ersten Parts, den wir wieder gefunden haben. Also in der alten Welt noch. Keine Ahnung, die werden einfach irgendwie generiert, aber hat keinen Sinn irgendwie. Oder ist unterirdisch da irgendwas? Also weiter unterirdisch. Könnte es sein, also das kommt mir irgendwie einfach so ein bisschen merkwürdig vor. Hier auch. Von welchem Mod ist das? Man sieht es leider nicht, weil das einfach Bruchstein ist. Naja, merkwürdig. Zum guten Glück nicht schlimm irgendwie. Das ist einfach die Gegend verpestet. Oh, ein Piranha. One Hit. Ein One-Hit-Piranha. Was hat der indische Wasserstein? Okay, der droppt wie indische Wasserstein. Cool. Ach, ich liebe einfach die Sachen. Oh, ein Nemo. Ein Nemo und eine Dora. Cool.
Der Film mussten wir. War das noch in der Schule? Nein, das war nicht mehr in der Schule, das war in der Berufsschule, war das. Mussten wir den Nemo-Film schauen. Weiß auch nicht wieso. Weiß nicht mehr wieso. Und ich war so richtig fasziniert von so Kinderfilmen. Bin es eigentlich immer noch. Ich mag überhaupt nicht so kindische Sachen. Aber irgendwie fand ich ihn dann später schon ein bisschen. Wie soll man das sagen? Nicht ansprechend, einfach wegen den Animationen, wegen der Computertechnik, was sie schon damals hatten und so. Richtig cool. So. Nein, bitte nicht. Gut. Kein Absturz. Nein, kein Absturz. Jetzt wird wieder was generiert. Ach, das liebe ich ja an den Mods. Ah, die wollen immer etwas generieren, das gigantisch groß ist. Aber ihr seht's, nur wegen der Generation gibt es manchmal diese komischen Lecks. Das ist schon komisch. Ich habe durchgehend 120 FPS. Dank Optifine. Ja. Wird wieder was generiert. Sind das die Bäume, die generiert werden? Nein. Keine Ahnung. Ja. Aber das sehe ich immer wieder auch bei anderen Let's Player. Das ist einfach so. Marble, Andesite, Rhyolith. Das war Rhyolith, der so komisch von der Entfernung aussieht. So. Okay. So, und weiter. Wieder ein bisschen rennen. Ein Ding. Tempel. Einen Wüstentempel. Jetzt geht's wieder sehr flüssig. Also ohne dass diese Stopper Routen hier sehr unsichtbar, okay. Also zuerst in den Tempel unbedingt. Ja, es wird wieder Nacht. Toll. Da können wir kurz übernachten. Auf dem Tempel übernachten wir. Ja. Hier unten. So. Komm, Nacht. Komm zu mir. Nehmen wir ein bisschen Wolle mit. So orange Wolle werden wir lange nicht haben. Das ist der größte Luxus. So, reicht. 6 Wolle, das ist der größte Luxus. Komm schon. Noch mehr Wolle. Wir werden der reichste Wollhändler sein. So, Dankeschön. Aber jetzt. Ach komm schon. Noch mehr Wolle. Noch ein bisschen. Jetzt. Nein. Die Sonne muss gerade sein. Jetzt wird es aber schon fast dunkel, ey. So. Hallo? Gut. Yay, du kannst nur nachts schlafen. So, ich bin einer, der zeitlich ins Bett geht, wenn die Sonne runtergeht. Die anderen warten manchmal zu lange, bis die Monster spawnen. Das mag ich nicht so. So, was haben wir hier? Teilungssignal. Wow, episch. Smaragde, cool. Floppy Disk, Eisen und Zinnbarren. Und schon wieder ist das Inventar voll. Cool. Sodele. Wieder nach oben. So.
Und die anderen nehme ich mir. Das weglegen. Bruchstein weglegen. Salpeter. Ja, komm, dies. Sandsteine brauchen wir auch noch nicht. Ob wir die überhaupt mal brauchen. Also, ja, ich will schon einen Tempel oder so bauen. Ja, cool. Aber dann können wir die auch besser herstellen. Ja, einfach am Anfang mangelt es halt uns noch an Baumaterialien. Später werden wir die dann einfach aus den Mistcraft-Welten holen. Und das war's. In welche Richtung war jetzt dieses Haus? Müsste eigentlich hier gewesen sein. Ja, da. Ah, beim Baum. Habe ich gar nicht gemerkt. So. Objekt erfolgreich erzeugt. Block platziert. Garden Trees. Okay. Guten Morgen. Ein Strohbett. Cool. Ein Bloomery Fence. Eine Quern. Sonst nichts. Kürbis. Packet Eistiers. Cool. Da gibt es ja recht viel Sachen. Nett. Kali. Ancient Trees. Okay. Eigentlich wollte ich an die Wüste weiter, aber wenn man jetzt da so schaut. Das war das Wüsten. Nein, das war das Wüstendorf. Das ist das Dorf vom ersten, ja. Ja, in dieser Richtung. Okay. Der blaue Busch, den lasse ich mal dort. Da ist noch ein Tempel. Sieht so aus. Dann schlachte ich mal die Tiere hier noch. Tut mir leid mit den Räuspern. Aber irgendwas im Hals plagt mich noch. Ja, toll. Drei Leder. Gut. Ich bin ja wegen den Leder da. Ja, nach 3 Minuten kann ich noch aufnehmen, bevor dann es mega lang geht zum Hochladen. Irgendwie verstehe ich das immer noch nicht. Ab 20 Minuten geht es einfach immer viel länger. Da will ich doch ein bisschen kürzer machen, dafür mehr Videos. Okay, das ist nur ein Sandberg. Da haben wir also auch noch eine Wüste. Okay. Oh, dann war's das mit dem Reisen, hä? Dann kümmern wir uns vor allem jetzt mal um die Tiere noch im nächsten Part. Ich mag es irgendwie nicht so, dass es so neblig ist. Also so sandwüstenartig. Ich weiß nicht, welchen Mod das ist. Das ist auch ein Roguelike Dungeon. Also da müssen wir gar nicht weiter. Nicht in den Treibsand, das bremst uns aus. Känguru-Blume, cool. Das ist einfach gigantisch, dieser Plants-Mod. So viele Arten. Pflanzen, Blumen, alles Mögliche. Einfach cool. So, gehen wir jetzt. Ja, gehen wir nach Hause. Kann ich da noch ein bisschen mitnehmen? So. Der Ei brauche ich nicht. Der Bambuschrott haben wir eigentlich auch schon, ja. Ja, da können wir so viel noch um so Dinge kümmern, wie eben alle Sachen anpflanzen. Ah, das mache ich immer sehr gerne. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ja, in diese Richtung. Da ist auch ein Roguelike Dungeon, also ein Haus von dem. Okay.
Keller ist ja der Rock-like Dungeon, also das ist ein großer Keller, der ja, sehr bewohnt ist. Da haben wir gelbe Blumen. Was sind das für Blumen? Leinkraut, echtes Leinkraut. Das sind alles so wissenschaftlich. Welcome home. Welcome home. So. Also da beende ich hier den Part, gehe heim und beginne dann den nächsten Part. Ist besser. Also Dankeschön fürs Zuschauen. Hat richtig Spaß gemacht, diese Wüstentour. Und im nächsten Part geht's dann ans Rucksack bauen, wenn wir dann genug haben. Sonst schlachten wir hier noch Tiere und suchen Hühner. Und werden dann bald auch wieder meinen, aber so schnell wie möglich will ich dann am Haus weiterbauen, das ist klar. Also bis denn. Tschüss. Ja, wir sind schon da. Tschüss.